Mikro endlich mal geboost hier. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich eigentlich bin. Ja, die Rache der Nora. Ich denke mal, da müssen wir doch ein kleines bisschen trainieren, damit das was wird. Natürlich wieder ein paar Ressourcen einsammeln. Ja, so langsam kommt es wieder in Erinnerung, wie das geht. Ein Truthahn. Lecker. Gibt doch bestimmt ein schönes Fresschen. Bleib hier. Gut, dann halt nicht. Ah, die Wachswurzel können wir. Ja, so kann's gehen, ne? Ah, naja. Wir haben ja noch andere Sachen. Teufelsdurstlager, das haben wir gemacht. Brüllrücken-Areal, okay. Das klingt auch interessant. Wasser-Areal. In Mutter Krone. Naja, da sollten wir wohl eher hin. 502 Meter, na, warum auch nicht? Langsam, langsam. Ja, ich bin ja langsam, ey, Leute, keine Sorge. Ich würde auch nie zulassen, dass dir was passiert. Ich hoffe nur, meine Stimme ist jetzt auch laut genug. Das wäre jetzt auch mal ein Gag gewesen. Jetzt habe ich endlich den Nachhall weggekriegt und dann hört man mich kaum. Das wäre ja was. Na ja, gut. Okay, das war ein Wildschwein. Okay. Die gute alte, guten alten Geräusche in der Wildnis. Ah ja. Ja, so langsam kommt es doch wieder in Erinnerung. Okay. Das war heilen. Okay. Ich habe all meine Fallen verbraucht. Das war eine Falle? Nein, warte! Ich will ihn noch haben. Was ist das für eine Falle? Ups. Okay, okay. Ich muss mich erstmal wieder irgendwie einfinden. Ich wollte eigentlich das blöde Tier. Ich wollte mein Reittier rufen. Geht das nochmal? Toll. Ah, da. Danke, der Herr, für das köstliche Mahl. Schön Wildschweinbraten, das wäre jetzt was. Ah, sieht doch ganz nett aus hier. Also Kinderchen, wie geht's euch denn hier? Keine Banditen mehr, seit ich weg war. Sucherin, darf ich mit dir reden? Natürlich. Du darfst mir sogar was verkaufen, wenn ich Bock habe.
fehlt immer noch eine Wächterlinse. Schade. Wäre mal interessant gewesen, ein neues Outfit für Aloy zu kriegen, aber na gut. Was nicht ist, kann irgendwann ja mal werden. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Okay, dann erstmal das. Das hat Eindruck hinterlassen. Wo bist du? Hurray! Einer erwischt. Wieder. Der Wächter war ein bisschen... Natürlich, jetzt haben wir die Wächterlinse. Toll. Gut, beim nächsten Mal. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Und natürlich noch eine Wächterlinse, weil es so schön war. Auf einmal finde ich die bei jedem. Na gut, was soll's. Dann halt erstmal die Rache der Nora. So wichtig für die Leute hier ist. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Ja, keine Sorge. Neues Tier. Komm her, Pferdchen. Komm her, liebes Hotterhü. Na, komm, komm. Und jetzt mal brücken wir es mal. Geht doch. Wir haben wieder ein Pferdchen. Okay, ich merke schon wieder, warum ich es normalerweise nicht. Reiten will hier gelernt sein. Oder bleibst du jetzt mal hier?
Genau. Ich bin längst weg. Oh Mann, ey. Also reiten ist ein bisschen schwierig hier. Oder ich stelle mich nur besonders doof an. Okay, nur kurz drücken, alles klar. Oh. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Oh Mann. Tut mir leid, Hotter Hü. Oh Mann. Ganz schön beschädigt jetzt das gute Tier. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, wir sollten doch lieber das arme Vieh erledigen. Jetzt oder nie? So. Ich war mal so nett, das arme Vieh von seinem Leiden zu erlösen. Wir sollten jetzt eh gleich da sein. Oh. Was ist das? Ein Sägezahn natürlich, bei meinem Glück. Überbrücken könnte. Wo könnte ich das wohl lernen? Ich wünschte, du könntest ihn einfach instant ausschalten, indem du dich von hinten anschleichst. Gut so. Yo! Ah! Ja, warum ist er auf einmal mal hinter mir? Wie schafft er das? Ja, leck. Ja, das war eine scheiß Idee gewesen. So ein Sägezahn ist einfach nur... Uah.
Meine Fresse. So, jetzt bin ich wieder ganz hinten. Aber dafür ist das Pferd wieder geheilt. Komm schon, Schweinchen. Stelle, wo wir beinahe angekommen wären. Na ja. Oh, diesmal haben die uns völlig ignoriert. Auch nicht schlecht. Nicht für Berge geeignet, hm? Ich versuche einfach vorbeizuschleichen. Also. So. Haha. Ach, wo willst du denn, Pferdchen? Hier lang. Na dann weiht uns ein. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Alles klar. Das wird nicht so schwierig werden. Was ist denn hier los? Nee, ich sollte gucken, was ist denn da? Wow! Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss.